Gasmaskenfilter. Scheiße, ich muss die Taschenlampe ausmachen. Die scheint ohne Kabel zu funktionieren. Kann ich die noch nicht einfach anstelle der To equip Gas Mask. Okay. Ja gut, aber die brauche ich ja zumindest jetzt noch nicht, oder? Denke ich. Ich brauche, okay, vier Batterien noch, das geht. Exit! Ja, da will ich durch! Was ist das? 8 Tonnen. Okay, ich kann jetzt da durch. Ich will aber erstmal hier gucken, in diesem Schalaf-Raum. Okay. Diese Geräusche machen es jetzt nicht gerade besser, ey. Wenn jetzt hier noch irgend so ein Spacko auftaucht, kann ich die Tür zumachen? Natürlich nicht. So, was ist hier? Was gibt's hier? Wieder ein Brief. Chris, it's a go. Sam has got the keys to the storeroom. You are to lead him in. Ask him to get you a replacement pencil sharpener or a new paint or something. Just get him in there. Sam will do the rest. P.S. Destroy the note this time, unlike with the other one you dumped. Fuck. Brian. Sorry, also ich ask him to get your replacement. Okay, also war Brian. Brian war da ja auch gut. Okay, Brian, Chris und Sam, die waren da mit eingebunden. Aber was hat Brian denn da gemacht? Sam will do the rest. Ich glaube, ich muss gleich nochmal die andere Notiz lesen. Also die drei haben scheinbar den Schulleiter in Verruf gebracht. Ach, da hinten sind nur Kissen und Matratzen. Ja, komm, Darth Vader, ist gut. Und ein weiterer Touristenrucksack. Und hier nochmal irgendwo. Nee. Ah, Mist, können in den Schränken nicht auch nochmal irgendwie Taschenlampen sein oder sowas? Achso. Gerade nochmal absetzen. So, jetzt im Moment, das will ich gerade nochmal hier. Weil ich will es ja auch verstehen, wa? Friends, Brian. Okay, Brian, Chris waren beide involviert. Okay, es ist schon so gewesen. Hier steht jetzt nichts weiter von Brian die Rede, aber der war scheinbar auch involviert. Der hat da irgendwie auch mitgemacht. Da hat jemand eine fetzige Platte eingeschmissen. Aufgeschmissen. Eingeschmissen. Entschuldigung. Chemielabor. Hier gibt es doch bestimmt Batterien, oder? Aber unter Garantie. Unter Garantie nicht. Gar nichts. Ach, hier geht's noch weiter. Okay, das ist ein anderer. Und ich fühle mich schon wieder an. Kann ich hier die Gasmaske absetzen? Okay, hier kann ich die Gasmaske absetzen, weil das Atmen nervt ein klein wenig. Ich fühle mich
bei dem Spiel immer wieder irgendwie an Silent Hill oder Resident Evil erinnert. So ein bisschen. Naja, doch, es hat schon so ein bisschen was von Silent Hill, finde ich. Dieses Dreckige, dieses Ekelhafte, diese geile Soundkulisse, die tatsächlich gut ist. Okay, bis gleich auf die bellenden Schränke. Weißt du, dann ist hier tatsächlich gar nichts. Aber was mich besonders an die Spiele erinnert, ist diese Angst vor jedem nächsten Raum. So, ich setze mal wieder die Gasmaske auf. Ist hier gar nichts. Kunstraum, hatten wir doch unten auch schon. Kommt die Musik her? Da. Alter. Music soothes the mind, TikTok. Musik beruhigt die Nerven. TikTok. Boah, diese verdammten Nachrichten, ey. Kriegt mich aber auch immer wieder, ey. Mann. Vor allem, Musik beruhigt die Nerven, ja. Aber doch nicht solche Musik. Habe ich, denke ich, das Gefühl, auf dem Bahnhofsklo zu sitzen, wo die hier solche Brummer um mich herum summen. Während ich mit 20 Lagen Klopapier auf der Schüssel sitze und versuche irgendwie. Naja, ihr könnt es euch denken. Man merkt vielleicht, dass ich immer so. Und jetzt durch! Und einmal Mut gefasst und durch die Tür gehe. Ja, dich kenne ich doch. Dich kenne ich. So, hier müsst ihr wieder gehen, ja. Let's play a game. The card is key for your friends to be free. Feeling light in the head, it may be time for bed. Okay, also der Raum des Schulleiters. Diese Angst, sich umzudrehen einfach. Okay, die Karte für diesen Raum ist der Key, ist der Schlüssel für die Freiheit unserer Freunde. So, und dann will er ein Spiel mit uns spielen. Der Reim ist, fühlst du dich im Kopf erleichtert? Also es funktioniert nur auf Englisch, dieser Raum eigentlich, dieser Reim. Also wir sollen einen Schlüssel finden und der Hinweis bezieht sich auf ein Bett. Das heißt, ich vermute, dass wir jetzt in den Raum mit den Betten müssen. Ich will nicht wissen, was uns da jetzt wieder erwartet. Da ist wieder ein Zettel. Mit einem neuen Reim. Time is ticking, but are they still kicking? I feel it's time for a treat. So go and get something to eat. Den Zettel haben wir schon gesehen, ne? Ja.
Sind wir viel. Ist das unsere Schule? Und wir sind. Wir und unsere Freunde, wir sind die drei Jungs, die hier damals diesen Mist veranstaltet haben mit dem Schulleiter. Wir sind Chris, Brian und Sam. Aber warum haben wir dann andere Namen? Hat das was mit unserem Gedächtnisverlust zu tun? Something to eat. Was zu essen? Wo kriegen wir was zu essen her? Dann gibt es wieder Nachrichten. Breaking News. Kabel. Cafeteria. It's all a test in which you could be the best. This one is hidden. In the, for you to grab. Wieder bad? It's all. Kann ich die Taschen. Nee, da kann ich es nicht mehr gut lesen. It's all a test in which you could be the best. This one is hidden in the bed for you to grab. Nachricht? Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe. Ich kann hier mal die Gasmaske wieder abnehmen. Im Bett. Da hinten. Was passiert jetzt wieder? Ach so, verdammt. Die haben wir ja schon gehabt. Ach, in the lab. It's hidden in the lab. Okay. Im Labor. Wo war denn das Labor jetzt schon wieder? Scheiße, ich muss schon wieder. Die Batterien werden langsam knapp. Labor müssen wir hier lang. Bett. Ach so, hier. Aber wer spielt hier ein Spiel mit uns? Found Store Keycard. Jetzt bin ich erstmal ein bisschen weiter weggegangen. It's time, Joel. Was? Wo? Ich habe gar nichts gesehen. So, das war's dann für heute, ne? Ich mach dann mal Feierabend. Uah. Alter, knapp 50 Minuten. So krass haben mich die 2 Stunden letztes Mal nicht gefetzt, auch wenn die schon bitter waren. It's time, Joel. Was kommt jetzt? Oh Gott. Follow the red arrows to save your friends. Follow the red cross, you save yourself. The Red Cross, wo ist denn das Red Cross? Also ich. The Red Cross, wahrscheinlich hier hinten, ne? Schätze ich jetzt mal. Exit. Nee, ich will da aber da hinten. Ah, okay, da ist das. Da ist auf dem Boden, verstehe. Was? Nein, nicht ersticken jetzt, Alter. Also, retten wir unsere Freunde oder retten wir uns selbst? Wir wissen überhaupt nichts über unsere Freunde. Wir wissen nur, dass sie
angeblich alte Freunde aus der Militärzeit sind. Mag blöd sein, dass ich da jetzt überlege, aber Save Your Friends. Ich meine, selbst wenn wir die drei Jungs sind von früher, ja, also einmal fragt sich dann, kann das wirklich der Schulleiter sein, der uns hier jagt? Weil der muss ja dann schon uralt sein. Dann ist das vielleicht einfach sein Rollator, mit dem er hier ständig rumquietscht. Und sein Vieh, mit dem er uns hinterherjagt, das ist einfach seine kleine Fußhupe. Könnte Sinn machen, und wenn dem so wäre, warum sollten wir nicht unsere Freunde retten? Ich lasse es drauf ankommen. Is this what you're looking for? Music soothes the mind, TikTok. How do you define what is real? This. Okay, ich kann die Taschenlampe nicht anmachen. Was ist hier los? Would they do this for you? Würden sie es für dich tun? Was ist jetzt los? Okay. Krass. Okay, aber wie ich gerade gesehen habe, er hat jetzt wieder gespeichert. Ich würde echt lieber noch weitermachen, aber ich muss leider vernünftig sein. Und würde deswegen sagen, wir spielen nächstes Mal weiter und dann auch wirklich wieder an diesem Punkt, ohne dass ich alles nochmal spielen muss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bin echt mega, also ich habe jetzt schon fast damit gerechnet, dass das Spiel jetzt vorbei sein könnte. Aber vielleicht haben wir da noch eine ganze Ecke vor uns, weil wir sind jetzt in den Waschräumen. Wenn ich mich recht entsinne, war das doch hier, wo der Schulleiter ein Kind festgebunden und das andere vor dessen Augen geschlagen hat. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen schönen Tag. Je nachdem, wie viel davon ihr noch vor euch habt. Und ich freue mich aufs nächste Mal und würde mich freuen, ja, fände es auch schön, wenn noch der ein oder andere nochmal einschaltet. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall. So oder so, macht's gut, euer Alan Ripley. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!